Hallöchen und willkommen wieder zurück bei Let's Platin Dark Souls 2. Ja, ich habe das Spiel jetzt hier mal im Offline-Modus gestartet, also mich vom PSN getrennt. Und dann schauen wir jetzt mal, ob das Ganze jetzt hier so funktioniert, wie es funktionieren soll. Genau, weil die 5 mal rostigen Münzen, keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall war das nicht die Belohnung für Rang 1. Ja, Rang 2 muss ich ja erreichen, um da noch einen Zauber zu bekommen. Deswegen schauen wir da jetzt einfach mal, dass wir das hinkriegen. Nee, aber hier ist nichts. Okay, die Meldung sollte ja eigentlich theoretisch ja auch gleich schon kommen. Nachdem anscheinend hier die Leiter nur hochgeht. Tja, dass da hier einer da ist. Gucken wir jetzt einfach mal, aber beim letzten Mal ja auch schon getestet, allerdings online und da ging es ja nicht. Da ist er. Okay. Ja. Lol. Okay, also so geht es nicht. Toll, scheiße. Aber genau den. Fuck. Nerv. Auch so ein Kack hier, dass sie ja da die kleinen Scheißfuzis mich da in dem Fall angreifen. Und okay. Uah, der hält aber einiges aus. Ist jetzt nicht wahr wieder, ne? Gut, ich mache jetzt anders. Hier doch. Gut, alles klar, also machen wir das gleich mit dem hier. So, nochmal. Aber echt schade, dass hier keine Meldung kommt. So, dann mache ich den jetzt halt gleich wieder. So. Alles klar. Hup. Einmal runter. Kann man den nachher immer noch ansprechen. Und wieder hoch. Na los.
Tja, also mein anderes Auto zu kriegen hier, das wird noch richtig knappig. 150 Phantome etc. wie bei Bo zum Beispiel. Das ist sowas, was ich auch nicht halb wenig ist. Na, was umsonst? Scheiße. Ich glaube, ich gucke da jetzt erstmal, ob der da ist. Immer mal wieder. Und wenn nicht, dann machen wir auch keine Gegner. Das heißt natürlich nur die Hit-Range, nicht? Quatsch, die. Ja. Wenn er mich halt sieht. Die Range. Na, jetzt ist er wieder da. Gut. Jupp, komm her. So, passt. Gut. Zählt das überhaupt? Ich kriege nach wie vor überhaupt kein Item hier, ne? Komisch. Kriege ich da überhaupt Items? Ne, eigentlich nicht, weil ich muss ja auch nichts abgeben. Nach kein Plan. Hä? Wir sind hier jetzt alle weg. Ah ja, schon zu oft besiegt, ne? Der eine zumindest. Gut, auch nicht schlecht. Geht's natürlich nochmal jetzt ein bisschen schneller. Immerhin. 13.000. Ja, wir zählen, bekommen wir auch. Netter Nebeneffekt. Zwar nicht allzu viel, aber egal. Also wieder. Obwohl, kann man eigentlich gleich das hier drin lassen. Kein Plan. Oder waren noch die 5 rostigen Münzen hier das Maximum erstmal? Für Rang 1. Aber ich denke, oder dachte zumindest hier, bei den ersten Dingern haben wir irgendwas anderes machen müssen. Also nach 10 Gegnern. So, nochmal. Los, steh auf. Nochmal fängt das jetzt an. Schade, lief gerade so gut. Klar könnte ich das Ding auch noch Rang 3 dann hochpushen, wenn ich hier schon 2 habe, aber ne, wozu? Brauche ich nicht. 4 Platin, uninteressant. Außerdem nervt es.
Nee, oder? Gut, den kleinen Pisskopf da hinten mache ich auf jeden Fall auch mal noch immer tot. Auch wenn er jetzt nicht da sein sollte, wenn er spawnt er ja irgendwann. Und dann ist gut. Weil der nervt. Scheiße. Echt. Dann lieber später den anderen Spielern helfen. Das ist besser. Ah, jetzt ist er natürlich nicht mehr da. So. Mann, Mann, Mann. Und nochmal, was so schön war. So, wobei natürlich 150 Phantome. Hört sich erstmal viel an, aber ich denke mal, so oft ihr wieder hier irgendeinem da begegnet, werde ich wahrscheinlich hier dauernd reingeportet irgendwo. Gut, wieder nicht da. Ach komm, den nehmen wir jetzt auch gleich mit. So. Weniger Nerv. Ah, sehr schön. Das war jetzt hier Rang 1. Perfekt. Jetzt also noch 10 Mal den Typi da besiegen. Und dann habe ich den Zauber. Dann war es das. Dann kann ich hier den Aid switchen. Mache ich in dem Fall gerade Blutrünstige. Als nächstes, da brauche ich nämlich Rang 3. Zwei Zauber. Oder Pyromantien, Wunder, wie auch immer. Auf jeden Fall zwei Stück. Oder Sun Bros. Weiß jetzt noch nicht, welche ich da nehme. Nice. Feuerpeitsche Zauber, also hat sich der auch erstmal erledigt. Finde ich gut. So. Feuerpeitsche war, glaube ich, hier. Hätte ich einen Rang einnehmen müssen und das Ding dann kaufen. Aber jetzt in dem Fall hat sich's erledigt. Ah, da ist er wieder. Gut, immer das. Sehr schön. Gut. Das ging. Also jetzt noch 9 Stück. Von diesem Jahr. Ist wieder da. Der dann hier hinten immer, ne? So. Ne, der ist schon mal weg. Der nicht. Gut. Alles klar. So, noch 8 Stück to go. Aber schon mal gut, dass seine Bibel da hinten weg ist.
Boah, machen wir das gleich so. Ich nehme den einfach schnell mit. Gut. So. Sehr schön. Was hatte ich jetzt gesagt? Ach, nein, da war es jetzt hier die 7. Na, wenn es gut läuft, noch 7 mal resetten. Glaube ich aber nicht. Bom, 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 bom. So, den da nochmal. Nee. Nope. Ja, wie ich sagte, glaube nicht. Ja, ja, noch 4-5 Mal, den vielleicht da den einen kleinen Typ da noch killen. Dann ist die Bahn frei. Mann. Glockenhüterschild. Mhm. Das brauchst du. Fuck. Dum, 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 dum. Immer noch 7. Ach man. Jetzt will er wohl nicht mehr. So. Einmal noch mit dem da labern. Kann ja gut sein, dass er jedes Mal da wieder zusammenhängt. Oder ich habe jetzt einfach nur Pech. Sehr schön. Auch nicht mehr da. Können wir jetzt gleich also bei dem bleiben. Auch nicht da. Nicht, dass er jetzt auch nicht mehr spawnt. Das wäre nämlich dann ärgerlich. Okay. Also 7-mal muss ich noch irgendeinen killen. Ob es jetzt das Ding hier ist oder Spieler. Ich glaube, das hier lieber geht schneller. Ach, da ist er wieder. Gott sei Dank. Gut. Ja. Yep. So. 6-mal. Gut, halt, funktioniert das.
Tja. Gleich brauche ich noch eine Hand zum Zählen. Weiß es halt so ein bisschen langweilig. Darf ich ja gerade selber, aber hilft ja nichts. Bevor ich da jetzt mal warte auf Invade, vor allen Dingen wollte ich ja hier nicht mehr groß weitermachen im Eisenschloss, sondern woanders. Ne. So. Sehr schön. Da also noch 5. Und dann werde ich da eh nicht mehr hingeportet. So, 5 Stück noch. Absehbar.